Hallo, ich bin Dickson Abiama, 21 Jahre alt, Trikot Nummer 19, Neuzugang von SC Eltersdorf. Wir sind in SC Eltersdorf, wo ich vor einem Jahr gespielt habe. Als ich hier gekommen bin, habe ich bei Mögeldorf angefangen, also Fußball zu spielen. Zuerst war ich bei der U19. Dort habe ich ein Jahr gespielt. Nächstes Jahr wurde ich zu der ersten Mannschaft gegangen. Und da habe ich auch ein Jahr gespielt. Und folgendes Jahr bin ich zum SG Quelle gewechselt. Und dann bin ich nach einem Jahr nach Eltersdorf gewechselt. Und jetzt bin ich hier schon gut, also, dass ich also den nächsten Schritt gemacht habe. Also, es war auch wichtig für mich, dass ich mit einem schwierigen Gegner spielen kann und das nächste Schritt. Ja, es war schon anders. Also das, bei der Kreisklasse ist ein bisschen sehr langsam und ist nicht so gut, also fußballerisch. Aber in jedem Eltersdorf ist schon so das Tempo und fußballerisch alles schon viel besser als Kreisklasse. Ja, ich erinnere mich an den Tag noch, also, dass wir gegen Fürth gespielt haben. Es war schon ein gutes Spiel von Eltersdorf, weil wir haben gut gespielt, würde ich sagen. Und zum Glück habe ich auch kein Tor geschossen. Also, es war schön für mich, also, mit gegen die zu spielen, es war schon krass, aber jetzt mit denen zu spielen ist schon sehr gut. Ja, zum Glück. Ich war noch an der richtigen Platz und an der richtigen Zeit, dass ich das Tor machen kann. Und so. Ich habe noch von dem Teammanager hier in Eltersdorf gewusst, dass sie Interesse an mich hat. Im Winter bin ich dann zum Fürth gewechselt. Es ist viel einfacher, weil ich schon alle kenne und so. Und sie kennen mich auch. Ja, schon anders. Also sehr gut, würde ich sagen. Super. Ja, es war ein sehr gutes Gefühl. Also, ja. Ich kann mich noch erinnern, weil hier in Eltersdorf haben wir nur also dreimal in der Woche trainiert. Und in der Winterpause haben wir dreimal am Tag trainiert. Also der Unterschied war schon groß und ja, Gott sei Dank, dass ich das geschafft habe. Also.